Wow, das ist ja mal ein echt sperriger Titel. Was verbirgt sich da wohl dahinter? Es scheint ja irgendwas mit Superhelden zu tun zu haben. Wurde dann das auch gut umgesetzt? Reden wir nicht lange um den Brei herum und schauen wir mal rein. Was taugt Iron Man XO Manowar in Heavy Metal für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Realtime Associates entwickelt und von Arclaim 1996 in den USA und bei uns veröffentlicht. Japan ging dabei leider leer aus. Das Spiel basiert auf den beiden Marvel-Charakteren Iron Man und XO Manowar. Wie es sich für so ein Spiel anbietet, ist es ein Beat'em-up. Vor jedem Level werden euch erst einmal die verschiedenen Gegner angezeigt, die euch in diesem Bereich erwarten. Danach könnt ihr dann aus zwei verschiedenen Charakteren auswählen, Iron Man oder den Manowar. Ich denke, theoretisch solltet ihr euren passenden Charakter für die vorhandenen Feinde auswählen. Aber ehrlich gesagt, die beiden unterscheiden sich nicht wirklich großartig. Sogar das Sprite sieht relativ gleich aus. Aber dafür ist euer Kampf- und Bewegungsspektrum durchaus gelungen. Ihr könnt schießen, euren Schuss aufladen, im Nahkampf schlagen bzw. treten und Gegner umwerfen. Außerdem könnt ihr für eine gewisse Zeit fliegen. Dabei lädt sich immer der entsprechende Balken da oben am linken Rand. Aber da fühlt sich dann immer wieder in kurzer Zeit wieder auf, wenn ihr gelandet seid. Klingt ja auf den ersten Blick einmal ganz gut, oder? Schlechte Nachricht, so spielt es sich leider nicht. Euer Schuss macht bei den Gegnern quasi keinen Schaden, daher ist der Nahkampf immer die bessere Option. Im Regelfall feuert ihr einen Schuss ab, geht zum Gegner, gebt ihm beim Nahkampf den Rest. Das Problem ist hier jedoch die Steuerung. Während der Fernkampf und der Sprung auf den A- bzw. B-Taste liegt, ist der Nahkampf auf der Oben-Taste auf dem Steuerkreuz. Ihr könnt euch vorstellen, das wird sehr schnell sehr fummelig. Aber nicht nur das, auch die Hitboxen fühlen sich immer nicht so gut ausgewählt an und so ist die Kollision im Nahkampf immer etwas unstimmig. Problem ist ja aber eben natürlich, dass ihr quasi in den Nahkampf gehen müsst. Ihr verletzt euch also beim Kämpfen ständig, aber immerhin habt ihr eine recht tolerante Lebensenergieanzeige. Trotzdem bleibt hier einfach das Gefühl, dass hier ein das Leben unnötig schwer gemacht wird. Zum Beispiel habe ich mich immer dazu entschlossen, den Gegner einfach zu ignorieren. Das ging ihnen auch oft recht gut, aber das sollte jetzt hier wirklich nicht der Spieleansatz sein, oder? Ansonsten wird euch hier auf dem Papier auch so einiges an Inhalt geboten. Ganze 20 Level warten auf euch und ab und zu gibt es einen Boss. Wieso nur auf dem Papier? Die Level sind leider nicht alle sehr schön gestaltet, da sie einfach zu unübersichtlich sind, woran es auch ehrlich gesagt die Grafik dran schuld ist. Es ist nicht immer alles sehr gut lesbar und sehr verwirrend. Ich mag ja Level, die nicht einfach nur von links nach rechts sind, aber hier kommt man nur mit Glück weiter. Ständig lauern sinnlose Sackgassen auf euch. Das ginge auf jeden Fall besser, aber immerhin gibt es ein Passwortsystem. Die Grafik ist für ein so spätes Gameboy-Spiel ehrlich gesagt nicht gut. Alles sieht sehr simpel aus und hat gefühlt keinen Charme. Dazu kommt noch, dass die Level nicht sehr gut lesbar sind und keine eindeutigen Unterschiede zwischen Hindernissen und Deko gemacht werden. Hier wäre viel mehr gegangen. Die Musik ist hier jedoch ganz okay. Nicht gut, aber auch nicht schlimm. Was taugt Iron Man XO Manowar in Heavy Metal für den Game Boy also heute noch? Ich bin nicht ganz von dem Spiel überzeugt. Klar, ich bin jetzt auch kein riesiger Iron Man Fan oder so, aber das Spiel bietet einfach nichts Gutes. Die Kämpfe sind nicht wirklich befriedigend, die Grafik ist eher, nicht so gut und die Level sind viel zu monoton und verzweigt. Es gibt so viele gute Spiele aus dem Genre auf dem System, also wieso sollte man hier zugreifen? Für Fans der Vorlage ist es vielleicht eingeschränkt eine Empfehlung wert, aber die anderen haben hier ehrlich gesagt nichts verpasst. Das war der Test für den Spiel mit den super sperrigen Namen. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.